zusammen und herzlich willkommen zurück zu Perfect World. Hallo. Euer Part. Ja, zusammen mit dem Pascal und dem Ekalavia. Ja. Wer ist hier der Cheater? Was? Ich hab das wegen Pascal geschrieben. Hier, unten. Gruppenchat. Ja. Okay, weiter geht's. Bullenhüter, wohin? Wohin? Moin. Ja, weil ich hatte das geschrieben, weil Pascal mich gerade in einem Duell besiegt hat. Und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, er ist bestimmt ein Cheater. Und diesmal habe ich aber jetzt den Timer gestellt. Okay. Ist die Polizei auch hier in dem Spiel? Bullenhüter, Moin. Ja, genau. Toll, selbst hier ist mal von den Bullen verfolgt, du. Ich bin zu geflasht von Thief, ich fühle mich gerade unwohl. Okay, weiter geht's. Kammerhüter. Bei der Kammer muss ich jetzt allerdings am Borderlands tun. Häng an diesen komischen Kindern fest hier. Scheiße. Genau, deswegen habe ich dir gesagt, dass diese Auto-Routing auch schon mal früher besser war. Ja, das hast du allerdings recht. An allen möglichen Dingen fest. Ja. Man läuft sich bei Flugzeug. Ja, super. Jetzt hängt bestimmt an diesen komischen Kisten. Ich habe vor mir Kisten. Ja. Oh, ja. Nee, da laufe ich drumherum. Ah, Glück gehabt. Oh mein Gott. Das ist der große Typ. Ah, das sieht eklig aus. Irgendwie ja. Oh, aber die Hähnchenkeule, die er da im Arm hat, sieht gut aus. Das war bestimmt kein Hähnchen. Das war ein Hähnchen gewesen. Das war riesig. So ein Dinosaurier-Vieh bestimmt, ey. Was? Achso, der hat noch eine Quest. Ja, der ist so groß, man sieht dein Questzeichen gar nicht. Gut. Befreite Haut? Klingt so, als müssten wir irgendwelche Tiere häuten. Yay! Nein, nicht. Warum ist sie schneller als ich? Hey, cool, ich bin sogar schneller als Eka. Yeah, ich hab schon überholt, haha. Ja, Idiot, ich bin noch am Laufen. Das ist also keine Leistung. Nein, ich bin vor dir, ich laufe vor dir. Ehrlich? Nein, aber bei mir läufst du noch hinter mir irgendwie. Bei mir laufe ich noch. Was ist bei euch mit der Grafik los, Mann? Ich laufe vor dir. Keine Ahnung. Jetzt läufst du genau in mir. Was? Du bist jetzt vor Ecker. Ja, eben. Ich auch gleich. Du cheatest ja auch mal wieder. Ja, wer kann, der kann. 1, 2, 1, 2. Huch! Oha! Das sind große Viecher. Ich gehe davon aus, dass wir die Viecher töten müssen, hä? Kleinen Moment, kurz Quest durchlesen. Ja, tut es. Ich werf einfach mal einen Stein. Verwende die Kugel der Einsicht und sammle dafür höchsten Seelen zu gelangen. Ja, genau. Wie, ich werfe einfach mal einen Stein. Ach, hier die! Kugel der Einsicht, jawohl. Muss ich die einsetzen? Quest bereits angenommen, okay. Hä? So. Kenn ich. Oh, der Schätze der Kammerhüter, durch unsichtbare Dinge sichtbar. Okay. War's das schon? Tatsache. Das ist interessant, dass man diesen tausendfachen Crap von denen, den man für diese Quests braucht, dass wir müssten 3 von diesen Dingern sammeln, haben aber 10 Kugeln bekommen. Warum? Keine Ahnung. Jetzt habe ich zum Beispiel habe jetzt 9 Stück von den Dingern noch in meinem Inventar. Ich habe auch noch 9. Das ist ich hatte total gerade sogar noch 10. Unsinnig. Hör dir eine an. Ich habe aber auch 10. Lustig. Interessant, wie haben wir das jetzt geschafft? Das ist eine sehr interessante Frage. Der sollten wir nachgehen. Gott, ich habe zu viel Energy in Toss. Verdammt. Ich merke es. Das merkt man. Dankeschön. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Schlimm. Ich wollte wohl auch nochmal Energy haben. Dabei haben wir nicht mal 8 Uhr.
Das wird eine lange Nacht, meine Freunde. Siehst du, jetzt bin ich vor dir. Oh, ja. Ja, ich geb's auf. Ich bin nicht als ich. Also bei mir bist du immer noch hinter mir gewesen, also verstehe ich jetzt auch nicht. Du kannst das gerne gleich in meiner Aufnahme sehen. Ich glaube dir. Das freut mich. Hat er noch was für uns? Tatsache. Bleib hängen an seinem dicken Bauch. Hier an seinen dicken Schenkeln da. Sag ich in die Abkürzung? Ma. Sehr gut. Richtig. Ich glaube, jetzt kommen wir in die letzten Gebiet rein. Ja. Warte, ich muss kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Hügel des Erwachens. Holy. Die Spannung steigt. Aha. Raupe. In Luft. Unheimliche Seidenraupe. Ja, eklig. Können wir nicht lieber den Schmetterlingen folgen? Genau. Ich hoffe, die sind nicht böse und greifen mich nicht an. Mich haben sie nicht angegriffen. Nee, mich auch nicht. Okay, sehr schön. Ah, ganz ruhig. Ich bin gestorben. Was? Ich nicke neben dir. Kleriker, wir brauchen dich. Warum bist du gestorben, Mann? Was? Wie kann ich sein? Du bist doch noch... Ich bin nur hingeflogen. Ich hab mich nur hingeschmissen. No. Mann, ey, du bist ein Idiot. Oh, wir müssen die unheimlichen Seidenraupen töten. Du hast noch volles Leben bei mir. Oh Mann, ich lass mich hier noch so dämlich verarschen. Wir brauchen Seidenraupen. Wir müssen sie töten. Los. Okay. Der musste sein. Puff. Und? Meditiere Puff. Jetzt. Mach du mal. Und? Puff, ich habe in der Zeit mal die Quest für uns erledigt. Und ich habe sie direkt gut. Abgegeben. Bitte? Und ich habe sie direkt schon abgegeben. Ich auch. Toll! Ihr faulen Säcke! Ach, gar nicht. Nein, ich gar nicht. Hochfliegen, aber da war es schon fertig. Ja. Und ich war meditieren. Das schwer beschäftigte Kerl hier. Ich war meditieren und ich wollte gerade, ja. Ja, echt wirklich. Wenn man am Morgen Bescheid sagt, Schatz, bringst du den Müll raus? Abends um 6, ja, ich wollte gerade. Wo geht ihr hin? Zu der Quest. Zum Sunhüter Duyumo. Was? Ja, die ist hier bei mir. Hä? Ist auch so ein Esel, ist so ein Typ. Das ist die Quest. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo mich die Quest gerade hinführt. Oh, ich auch. Okay. Ich bin leicht dezent verwirrt. Ich sind hier, glaube ich, alle gerade. Hier ist aber auch nichts, hier ist einfach nur der Weg. Bei mir ist dieser Esel da. Ach, der Esel geht wahrscheinlich hier den Weg entlang. Aha, okay. Ach so, ja. Na, super. Möglich. Also doch zurück. Vielleicht beschützen. Keine Ahnung. Nein, ich gehe mal davon aus, dass der hier immer so hin und her watschelt und... Oh je. Ne? Ah, hier, ja, der Esel. Da ist noch eine Quest. Und da ist direkt noch eine Quest zum Annehmen, ja. Hä? Cool. Hey! Ich will meine Quest bei dir abgeben, du dämlicher Esel. Ich hab's geschafft. Was ist das denn jetzt? Ah, hey, halt, ich brauche dich für dich. Hinterher. Das ist irgendwie so dämlich. Das ist total bescheuert, Mann. Gib mir deine Quest, Mann. Ey, Leute. Ey, ich will meine Quest haben, verdammte Hacke. Ey, ne, gib mir die Quest nicht. Mir auch nicht. Ich muss mal stehen.
Okay, jetzt. Ja. Ja, ich hab sie. Okay, ich geh nochmal da hoch und nimm die andere Quest an. Oh Gott, das ist ja schwierig, Mann. Sieht man noch nicht. Wir sind am Übelnis. Ja. Okay. Verstehe ich nicht. Ich habe schon dreimal angeklickt und da ist nichts passiert. Ja, ihr müsst zusehen, dass der nicht aus eurer Reichweite rausläuft. Sonst kriegt ihr die nicht. Ich bin immer ein Stück vor den gegangen und hab den da dann schon anvisiert. Ich war auch vor ihm. Ah, okay, das ist irgendwie eine ganz komische Quest hier. Ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Klappt nicht. Ah, ich hab's. Nein, ich hab's nicht. Das ist total nervig. Versuch ein Stück vor den zu laufen irgendwie. Ich bin vor ihm. Ich nehme an. Und hab sie immer noch. Ah, jetzt habe ich sie endlich. Okay. Schildkröte? Ja. Wir müssen zur Schildkröte. Nee, nicht noch eine Quest. Nee, das ist nur dieses. Das ist eine ganz komische Quest da oben. Ich glaube nicht, dass wir die machen müssen. Okay. Die wird man nicht mehr angezeigt. Dam. Über die Brücke zurück zur Schildkröte. Was ist denn das überhaupt? Ach du Scheiße. Nein, halt zurück. Das ist doch bescheuert. Ja, da fliege ich lieber. Guck dir mal den Weg an, den wir da laufen. Das ist doch Bullshit. Ja, gut. Fliegen wir dann. Dann kriegen wir die nächste Kugel. Echt? Glaub ich. Dam. Es ist immer so lustig, wie die Musik einfach ständig wechselt, weil wir immer irgendwie in ein anderes Gebiet reinkommen, wo die immer andere Musik spielen. Bei mir hat jetzt innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Minuten schon bestimmt 5-mal die Musik gewechselt. Ich merke das gar nicht so richtig. Ja doch, bei mir, weil die jedes Mal aufhört einfach. Und ist hier auf einmal weg und kommt wieder. Und ist wieder weg und kommt wieder. So, ich bin jetzt da. Stick my head out. And back again. Schildkröte. Hallo, Schildkröte. Abschied? Das ist was Gutes. Wiedersehen. Ja, ich hoffe mal. Die nächste Quest heißt direkt Wiedersehen. Okay, ich gehe davon aus, dass wir die Domwelt verlassen müssen. Ah, okay, warte. Ich bin noch nicht fest. Was ist denn das da drunter? Dieses SK Nordkröten? Wenn du das annimmst, hast du keine Quest. Also ich habe das angenommen, aber ich habe dafür keine Quest bekommen. Ich auch nicht. Jetzt steht bei mir die Domwelt verlassen. Ja, versuchen wir das einfach mal, oder? Ja. Ich nehme die ganze Welt betreten. Ihr habt alle Aufgaben in dieser Welt. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Okay, und jetzt? Passiert irgendwas mit uns? Ja, ich werde in die Domwelt, also in die Dingswelt geschickt. Ich auch. Oh mein Gott, ich habe nichts an! Was? Außer Unterwäsche. Bleibst du? Zeigen! Oh, ich sehe dich! Ah. Yay, wir sind alle nackt. Wieso? Achso, du bist jetzt in einer anderen Welt wahrscheinlich, oder? Ja, du bist jetzt bei der, du bist jetzt bei den Menschen. Wir sind bei den Elfen gelandet. Oh. Ja, super. Wir wissen ja, wo er ist. Wir sind ja noch in der Gruppe. Oh, sexy mit deinem Boxershorts. Ja, schade. Unsere Mode ist weg und unsere normalen Klamotten, ja. Schade, also haben wir doch nichts mit in diese Welt genommen. Sollte unsere normale Rüstung anziehen. Ich meine, du kannst auch gerne mit diesem Tuch rumlaufen. Sieht echt sexy aus. Du hast einen schönen Lotus-Symbol am BH. Aber Hauptsache, ich habe mit meinen Klamotten, mit meinen Unterwäschen immer noch High Heels an, ne? Ja, natürlich. Okay,
meine, ist auch logisch, auf diesen nicht asphaltierten Straßen immer mit High Heels rumzulaufen. Ja, natürlich. Ja, ne? Hab ich doch gesagt. Der Vorbote des Glücks bringt Freude in die Welt. Unter Level 60 könnt ihr ihn für einen Wächterzauber und einen Geisterzauber. Ja, genau. Ja, okay, jetzt fängt quasi das normale Perfect World Spiel wieder an. Ach, wir sind im normalen Perfect World? Ich weiß es nicht, endlich. Unglaublich, ne? Mein Gott, selbst die Klamotten sehen total sexy aus. Ist ja unglaublich. Ihr habt Level 5 erreicht. Ihr könnt jetzt Manufakturfähigkeit. Aber das ist leider überhaupt keine Rüstung, deswegen. Nee, leider nicht. Oh, davon wegen würden wir alles behalten, damit wir hierher kommen. Ja, immerhin leider haben wir uns Flügel. Ich bin ganz aber guck nackt. Mal, habt ihr, ja, du musst jetzt wieder auf deine normale Rüstung gehen. Du bist ja immer noch auf Mode, du musst zurück auf normal gehen. Habt ihr auch diese shiny Dings hier oben rechts in der Ecke? Diese Truhe? Ja. Können wir da drauf gehen? Achso, das ist die, genau. Da kriegen wir zumindest schon mal ein Reittier und eine awesome Waffe. Hoffe ich doch. Mit deinem Rechtsklick. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was passiert? What the fuck? Warte kurz. Ach da. Zack. Wo? Gib mir den. Ich habe alle meine Fähigkeiten verloren. Ja, wir haben so ziemlich alles verloren. Ja, eben. Wir fangen jetzt mit deinen Fähigkeiten bleiben. Ja, ist schade. Es wird aber halt einfach einmal gezeigt, so was man denn dann alles kann und was man alles Gott. Hat. Was ist denn? Ist die cool? Mein Avatar, mein Kriegsavatar. Ach stimmt, genau. Wie kriege ich ihn? Das ist eine sexy Meerjungfrau. Oh Gott. Uiuiui. Das nicht. Kriegsavatar-Tasche. Da muss ich drauf gehen. Ja, rechtsklick. Okay. Ah, okay. Alter, ich werde bekloppt, ey. Ich würde die ganz gerne mal sehen. Die darfst du dir gleich gerne mal anschauen. Kannst du einen Screenshot davon machen? Dann kann ich das vielleicht in mein Let's Play mit einbauen. Also so als Bild. So kurz einblenden. Screenshot, wie machen wir das nochmal? Sekunde. STRG und Druck. STRG und... Und dann musst du es halt irgendwo speichern. Auf Paint oder so. Keine Typ Zerstörer. Nee. Hab ich noch nicht aufgenommen, verdammt. Hat man auf Level 5 nur eine Fähigkeit? Weiß ich nicht. Wir müssen jemanden finden, der uns unsere Fähigkeiten erweitern kann, ne? Ja, stimmt. Aber wir müssen erstmal mit den Quests hier anfangen, ne? Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir Pascal jetzt nicht mehr sehen. Ja. Aber immerhin können wir ja noch quatschen. Ja, wir werden uns ja irgendwann wiedersehen. Ja, mit Sicherheit. Aber spätestens in Arches. Ich reisen zu demjenigen. Ja, ich weiß nicht, ob nicht, wenn wir nicht einmal da gewesen sind. Stimmt, ja. Aber wir können ja fliegen. Das stimmt. Ja, ich kann nicht Wir können fliegen. Richtig. Nee, Arti, bist du soweit? Nein. So. Ich bin am gucken. Na, egal. Doch, ja. Hier, bin Quest. Ich weiß. Quest, wo? Hier. Eine Sekunde. Ja, hab ich. Ist der Time? Was sagt die Zeit eigentlich an? 18. Also zwei Minütchen haben wir noch. Wir machen noch die Quest und dann sind wir soweit. In welcher Stadt seid ihr? Hier, der hat auch eine Quest hier. Wir sind in Rovalia. Rovalia, wo ist... Ah, da. Drachenpunkte abbrechen. Ich bin... Natürlich nicht. Okay, Käfer töten. Du müsstest oben in der Nähe von... Ätherklinge sein, ja. Wir sind ziemlich weit auseinander. Ja, aber sei froh, dass wir nicht unten in Tellus sind. Das wäre nämlich am anderen Ende der Welt. Wie gesagt, spätestens wenn wir bei Archosaur sind, treffen wir uns wieder. Eben. Käfer. Na gut. Ich gehe das ja sogar relativ schnell. Ja, bestimmt. Komm schon, nimm das auf. Ach, das ist nicht mir, deswegen. Dann nehme ich halt das da oben. Ey, wir sind doch in der Gruppe. Musst du auch diese Käfer töten? Der wird bestimmt andere Viecher töten muss.
muss sie. Nein, ich meine dich. Ich ja. Aber du hast diese Heptastralkäfer. Ich muss diese Goliathkäfer töten. Ja, sorry, ich habe das falsch gelesen. Goliathkäfer. Okay. Oh, ist das süß. Puff. So, ab jetzt wieder alles schön brav einsammeln. Und puff. Sperrt. Oh, jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass... Oh, ich habe einen Speer. Ich habe ein Schwert. Als Magier. Yeah. Hat das doch was. Ich habe noch nie gesehen. Puff. Münzen einsammeln. Oh, zum Ältesten kann ich gehen, hä? Ja, ich auch. Und zum Vorboten des Glücks. Ja, stimmt. Ah, das machen wir gleich, wenn wir dann sowieso nach Rovalia rübergehen müssen. Ja. Hey, yay. Okay. So. Ja, nein, ich bin eigentlich nicht zum ersten Mal. Ja, aber gut. Heptastralkäfer, jetzt müssen wir die Blauen töten. Aber Moment, wir müssen dann erstmal beenden. Muss ich auch töten, diese Pestralkäfer. Okay. Gut, dann war es das erstmal. Wir haben unsere Awesome-Sachen leider doch nicht behalten. Das war schade. Wäre ja, aber auch ein bisschen zu heavy. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass das so war. Ja, wäre auch ein bisschen zu heavy gewesen, damit anzufangen. Ich meine, ganz ehrlich. Ja, ja, eben. Aber gut, dann fangen wir halt wieder von Null an. Trotzdem hat sich einiges geändert. Wir müssen auch noch herausfinden, was es mit diesen Kriegsavatar-Dingern auf sich hat. Richtig, ja. Ja, dann ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten nicht vergessen. Schaut doch mal beim Pascal vorbei. Ich glaube, ich packe deinen... Dings mal unten in die Videobeschreibung, ne? Ja, hab ich auch gemacht. Dings, Bums, ihr wisst, was ich meine? Schon... Jo. Ich hab den ersten Part ja schon hochgeladen. Ach so. willst du den Flugstart vielleicht auch mal machen? Ich bin ein bisschen von Thief abgelenkt gewesen, deswegen. Aber gut, schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin, ne? Und so. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Ciao. Tschö. Ciao.